So, wir haben ein großes Problem und zwar Biancas Knie macht gar nicht mit und wir sind jetzt gerade in Daimann und Bianca wurde eben gerade von Jenny abgeholt. Viele Grüße und vielen Dank dafür und sie wird dann zum Abenteuerspielplatz hingebracht. Genau das Spot, wo wir eigentlich heute hin wollten. Und genau, ich werde diesen Weg alleine dahin laufen von hier aus. Also sie wurde gerade abgeholt und das sind schätzungsweise, keine Ahnung, 7,5 Kilometer oder so. Aber weil da ein paar Stellen sind, die ein bisschen schwieriger sind, würde ich mal so auf 2 Stunden schätzen. Guck mal, hier vorne ist ein Hund. Ich weiß nicht, was der hier macht. Der ist irgendwie. Irgendwie ist er hier. Scheißebecken gefunden! Scheißebecken! Becken mit Scheiße drin! Guck mal, hier vorne blüht die Heide. Leute, ich bin irgendwie so ein bisschen zu schnell gelaufen und dann habe ich den Heidschnuckenweg verloren. Ich habe so ein Schild übersehen. Jetzt bin ich hier auf dieser Landstraße hier gelandet. Und genau, und daher habe ich den Standpunkt, wo ich mich gleich mit Bianca wieder treffe, über Google Maps angegeben. Und da führt der Heidschnuckenweg auch durch. Deswegen laufe ich den Google Maps Weg. Ich will sie nicht zu lange warten lassen. Schwitzen ist geil. Ihr glaubt mir nicht, was mir gerade passiert ist. Ich bin jetzt gerade hier an dieser Brücke angekommen und mir ist jetzt gerade, ich hatte die ganze Zeit so eine beschissene Scheißunterhose angehabt und beim zu schnell rumlaufen ist mir die Boxershorts auseinandergerissen gerade. Das war voll scheiße gewesen. Das hat sich voll komisch angefühlt. Deswegen bin ich da reingegangen und habe die gewechselt. So, ich komme gerade vor dieser Straße. Und ich werde jetzt da reingehen und das wird immer dunkler und dunkler. Guck mal, ich habe hier den Heidschnuckenweg wieder getroffen. Ich werde da jetzt reingehen in diesen dunklen Wald durch. Noch 1,1 Kilometer da durch und dann bin ich da. Also diese letzten 1 Kilometer, die sind total eng und wurzelig und so weiter. Es ist voll scheiße, mit dem Wagen hier durchzukommen. Es ist überall diese Wurzel, die nerven mich. Das ist ein ganz, ganz schmaler, ganz, ganz schmaler Waldweg. Aber guck mal hier. Man sieht jetzt zwar gerade nicht, weil ich gerade zu faul bin, meine Kameralampe zu nehmen. Aber hier sind Treppenstufen so ganz leicht. Ich muss den scheiß Wagen da hochschieben. So, ich bin in der Schutzhütte angekommen. Bianca ist hier. Hallo. Sie wurde sicher hergebracht. Ja. Nochmals vielen Dank. Ja. Und wir haben noch Björn getroffen. Den werden wir morgen auch nochmal treffen. Und du machst schon wieder Essen. Ich mach Essen, dass wir entspannt essen können, ohne dass so ein Pinsel uns wegscheucht. Für den Feuermacher. Oh, geil, danke schön. Reispfanne à la Bianca. Mit persönlicher Widmung auf dem Teller. Richtig geil, mit Würstchen drin. Also wir sind hier in dieser anderen Schutzhütte drin. Und hier werden wir heute pennen. Wir haben in einer Schutzhütte gepennt. Die Nacht, die war kühl, frisch und so. Guten Morgen. So, Kaffee ist fertig. Was bin ich für ein Tier? Wir kommen jetzt wieder raus. Wir sind in Bisping angekommen. Jetzt werde ich bei Kick Unterhosen kaufen gehen. Ich habe mir neue Unterhosen gekauft. Das ist richtig geil. Ich habe keine Ahnung, ob die passen, aber ich werde es auch innerhalb der Tour erfahren. Wir laufen jetzt gerade hier an dieser Schule hier vorbei, wo ich schon mal zur Schule gegangen bin. Ja, genau. Hier. Und genau das hier, das ist Kindergarten. Da bin ich früher zu Kindergarten gegangen. Da laufen wir jetzt gerade durch. Ich bin in der Vergangenheit auf vielen Schulen gegangen. Jawohl, da vorne ist Heidegrill. Wir werden da jetzt Döner essen gehen.
Das wird gleich so richtig geil sein und schmackhaft. Wir haben Appetit. Wir haben richtig Appetit. Ja, Mann, das ist voll lecker hier, ey. Wir haben Appetit. Der ist so geil, Leute, ehrlich, der ist so geil. So geiles Fleisch, total geiles Brot und total geiles Tzatziki. Mega gut. So, wir haben eben gerade Döner aufgegessen und jetzt laufen wir zu Björn. So, wir sind jetzt gerade bei Björn angekommen. Und Björn, wir bedanken uns, dass wir bei dir geduscht haben, duschen konnten und die Akkus aufladen konnten. Ja, sehr gerne. Richtig geil. Und darauf werden wir erstmal ein Bier trinken. Dann mache ich auch nichts. Okay. Deshalb hast du so, Bier. Geprost. Geprost. Weil Kinder jetzt sagen, wo willst du geprost. Jan ist auch dabei. Ja, ich bin auch da. Hi. Genau, er hat den Jakobsweg den Spanien gelaufen. Ja. Und wenn genau. Und er hier, Hans-Jörg, ist auch dabei. Ja. Wir müssen unbedingt viel mehr alte Männer-Vlogs machen. Ja, endlich alte Männer. Und der Pferdeschwanz wird immer länger. Guck mal. Guck mal, ich kann schon wedeln damit. Obwohl ich alt bin. Ist wie mit unten, da wird es immer kürzer, aber ich kann auch noch wedeln. Ja, ist so, wenn man alt ist. Oh, nee, Kinder, ist alles so gut. Oh, das ist alles so gut. Da hat sie gerade reingenießt, dreimal. Die aber nur auf die Oberfläche. Und die war ja in den Haaren. Und da meine Haare, ja, egal, ist das auch egal, oder was? Aber da schwimmt noch was, guck mal. Oh. Ja, man kann das hier so ein bisschen, guck mal, wenn man hier so ein bisschen, siehst du das? Warum? Jetzt gehe ich mal kurz kacken. Wir waren gerade bei Björn gewesen und wir sind jetzt wieder draußen. Und wir laufen jetzt nach Richtung Bering, also den Halsstuckenweg weiter, also bis Bering. Und da haben wir einen eventuellen Pennplatz. So, wir sind jetzt gerade in Bering angekommen. Und weil Bianca leider erhöhte Knieprobleme hat, trage ich ihren Rucksack bis zum nächsten Schlafplatz. Bis zum nächsten Schlafplatz sind es ungefähr 2 Kilometer noch. Das schaffen wir. Das müssen wir schaffen. Heute haben wir hier auf dem Hof gepennt. Vielen Dank, dass wir bei dir auf dem Hof schlafen konnten. Doch, gerne. Jederzeit wieder. Also, ihr seid jederzeit herzlich willkommen. Und besten Dank für den Kaffee. Das ist richtig geil. So, Essen ist fertig. Frisch aus der Mikrowelle. Das ist Essen von vorgestern. So, wir sind gerade losgelaufen und wir haben direkt diesen Halsstuckenweg Wegweiser gefunden. Guck mal hier, es regnet hier rum. Ich habe hier mal den kaputten, Regenponcho angemacht. Also diesen urinfarbigen Regenponcho. Und genauso wie bei den neon-urinfarbigen, hier das Ding hier, über meinen Wagen rübergezogen. Damit die elektronischen Geräte und Klamotten nicht durchfeuchtet werden. Aber ich glaube, es hört langsam auf. Das heißt, das war umsonst dieser Stress.